habe ich denn? Warte mal, das sind die Autogrammkarten von Christine. Das ist das Klopapier. Nee, umgekehrt. Na, egal. Ah, hier ist er. So. Hier. Der Virus. Oh. Hallo. Ja. Ja, Hallöchen. Hallo, hallo. Hey, hey, hey. Machen Sie sich mal hier nicht so breit. So, ja. Das ist also der Virus. Und er hat sich extra für Sie, Frau Daumrau, ganz, ganz schick gemacht, wie Sie sehen. Mhm. Ja, ich bin eine Grippe im Anzug. Ja. Ich bin geimpft. Ah, so ist das also. Sie sind geimpft? Ja. So was machen Sie, um keine Erkältung zu bekommen? Na, sollte man vielleicht. Das ist nicht sehr freundlich. Tut mir leid, aber dafür kann ich total angeben. Haben Sie sich mal überlegt, wie ich mich dabei fühle? Was soll ich denn jetzt machen? Jedes Mal das Gleiche. Keiner will mich haben. Oh. Ja, und wenn Sie mich mal haben, dann wollen Sie alle nur gleich mit mir ins Bett. Und danach wieder loswerden. Ja, wahrscheinlich singen Sie ihm mal das hohe Vitamin C. Sehr, sehr witzig. Ich könnte Sie doch mal besuchen kommen. Ich brauche auch nicht lange. Ich komme 3 Tage, bleib 3 Tage, gehe 3 Tage. Ich könnte sich doch mal für mich freimachen, Frau Daumrau. Ja, könnte ich mir überlegen. Was heißt, Sie könnte? Das werden Sie sich überlegen. Sie können auch zu mir kommen. Ich lebe ganz entzückend in einer Nebenhöhle. Ja, ja. Vorher wohnte ich in einer Zelle. Aber da hatte ich einen ganz blöden Wirt. Naja. Es ist halt so, Frau Daumrau wird sich einfach im Moment keine Grippe leisten können. Sind Sie auch pleite? Ja, ich habe schon Influenza angemeldet. Okay. Oh, dass er sich das traut. Ja, ich komme gleich darüber und steck dich an. Wissen Sie, ich bin sehr einsam. Meine Frau hat mich gerade verlassen. Ich war so verliebt. Wir haben uns bei einer Tröpfcheninfektion kennengelernt. Wir wollten uns zusammen vermehren. Wir wollten zusammen ausbrechen. Sie war so wunderbar. Sie war so wunderbar ansteckend. Sie hatte sogar eine ansteckende Lache. Und dann hat sie plötzlich gesagt, ich mache sie krank. Das hat mich völlig aus der Blutbahn geworfen. Und dann hat sie mir Impfwörter hinterhergerufen. Ja. Und dann hat sie ihren Schleimbeutel gepackt und ist durchgebrannt. Mit diesem Andi. Was denn für ein Andi? Antibiotikum. Oh. Ja, ja. Und was machen Sie jetzt? Na, was soll ich schon machen? Ich mache das, was jeder Virus macht. Ich werde mich irgendwie verändern. Vielleicht gehe ich in die Computerbranche. Ja. Ich weiß nicht. Frau Daumrau, entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich glaube, das war doch keine so gute Idee, Ihnen ein Virus zu schenken. Wir gehen besser. Und der Christine, beim nächsten Mal, da setzen wir unserem Gast einfach wieder nur einen Floh ins Ohr. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Wally. Tschüss. Meine Damen und Herren, das war nicht nur der beste Puppenspieler der Welt. Das war auch der Chef Karlauer Großmeister des westlichen Himmelsbereichs.